Leute, ein wundervolles und herzliches Willkommen hier aus Spanien zu unserer Hotlap. Und wir voten durftet auf TikTok, hat Red Bull Racing gewonnen mit 78%. Also vielen Dank nochmal, wir sind hier in Spanien und in Barcelona. Das Rennen läuft gerade und ich denke mir, wir werden das auch kurz hier ein bisschen durchgehen. Die besten Kurven auf dieser Strecke. 1991 gab es das Debüt hier in Catalunya, der Circuit Barcelona Catalunya. Michael Schumacher hat die meisten Wins, 6 an der Zahl. Und ja, die Einlänge beträgt 6 Kilometer oder 4655 Meter. Das ist eine mega coole Strecke, aber ziemlich tricky. Heute auch mit der neuen Variante, Kurve 10. Es gibt insgesamt 16 Kurven, 9 rechts und 7 links. Und ja, Runden, die ja wir so gerade so circa um die 40 Runden sind, gibt 66 oder falls ihr es euch danach ansieht, ja, sind 66 Runden hier in Barcelona. Diese Kurve hier ist ja auch die Kurve 10, die wir hier im Hintergrund sehen. Los geht's hier nochmal. Ja, ich habe mir noch das alte Streckenlayout, aber ihr wisst ja, 16 Kurven, 4,6 Kilometer und 2 DS-Zonen. Eine mega coole Strecke, ziemlich tricky und vor allem echt Fahrt im Ansehen, was ich jetzt schon gerade so gemerkt habe, aber trotzdem. Hier haben wir auch nochmal die neue Variante, Kurve 10, nach der zweiten DS-Zone haben wir Kurve 10, das ist jetzt so eine Baukekurve, nicht mehr eine Haarnadelkurve in der Geraden und dann dieser Hüpferberg, wo man drüber hupfen musste. Deswegen, ja, das ist Kurve 10, hier haben wir auch nochmal die zwei DS-Punkte, Speed Trap wird hier gemessen, also so circa aus der Boxenausfahrt ist das Speed Trap, das bedeutet, da wird gemessen, was die schnellste Zeit ist. Also ja, wenn man nicht aus der Kurve rauskommt, dann ist es auch nicht so, dass es gemessen wird. Jetzt geht's hier in die letzte Schikane, die mal früher Vollgas durchgefahren ist. Jetzt hier dieses S, das ich gar nicht mag, um ehrlich zu sein. Aber trotzdem, es muss sein. Und ja, hier dann würde mal DS aktivieren und hier sind wir nun. Das ist Catalunya. Eine mega coole Strecke. Und ich hoffe, euch gefällt es. Abonniert den Channel gerne. Lasst gerne ein Däumchen rum. Da schaut euch gerne auf Instagram. Und vor allem auch gerne auf TikTok vorbei. Los geht's. Hier links oben haben wir die Strecke. Ich weiß jetzt nicht ganz das Layout. Aber ich konnte kein anderes finden mit Kurve 10. Deswegen, ja, die letzte Schikane passt nicht ganz. Sorry. So, Kurve 1, 2. Ist eine ziemlich tricky Kurve, muss man sagen. Hier muss man nicht innen bleiben. Aber wenn man hier links zu weit über den Körper fährt, dreht es einen zu leicht weg. Rechts ist auch das Kiesbett. Na, überhaupt hier viel Kiesbett. Eine ganz, ganz langgezogene Rechtskurve. Kurve 3. Die ist auch sehr, sehr spannend. Und die, da kannst du echt Zeit rausholen, wenn du die Vollgas durchfährst, ein bisschen links, ein bisschen über den Kopf fahren, ein bisschen über diese weiße Linie fahren. Aber das Ding ist halt, wenn du zu weit drüber fährst und das übertreibst, dann ja, sieht es nicht mehr so gut aus. Kurve 4, auch sehr, sehr spannendes Zeug, da die hängt auch weit und links lässt wirklich keine Fehler zu, weil du hast direkt das Gras und das Kiesbett und dann musst du echt liefern. 5, das ist meine persönliche Lieblingskurve, deswegen in dreifacher Ausführung, weil hier musst du echt gut innen bleiben und beim Rausbeschleunigen nur nicht zu weit über dieses über diesen Curb hier. Eine mega geniale Kurve, wirklich die beste überhaupt auf der ganzen Strecke. Dann kommt so ein bisschen, ja, Kurve 6 ist eh nur so ein Knick, das ist so mein Hasspunkt hier, so ein bisschen Kurve 7 und 8, weil die Kurven, die haben es echt in sich. Hier wird das Heck so instabil, da musst du echt aufpassen. Und dann zack, diese Vollgas-Rechtsknick, auch links wieder aufpassen, da sind die Track-Limits sehr, sehr haarig. Und dann hier Detection Point, der ist Vollgas durchfahren. Hier kannst du dich ziehen lassen und dann geht's in Kurve 10, diese angesprochene neue Kurve. Die fährt man hier, also neu ist sie nicht ganz, die MotoGP fährt sie seit Jahren, aber hier in der Formel 1 wird sie erst seit diesen Jahr gefahren. Bin mega gespannt, wie das Ganze in Formel 1 aussehen wird. Das ist Kurve 10 und 11, also die 10er überhaupt das hier. Dann haben wir so eine kurze Gerade hier und dann kommt die Kurve 11. Und ja, eigentlich für mich eine ganze Kurve, das ist aber dann 10, 11, ist sie gewertet. Die 12er ist dann eh wieder normal. Langgezogene Rechtskurve wieder, ähnlich wie die Kurve 4. Fast ähnlich. Links kann man ein bisschen weiter rausfahren und lässt auch ein paar mehr Fehler zu. Und dann geht es in dieses letzte Fun-Bad. Das habe ich ein bisschen falsch eingezeichnet. Ihr seht sie oben links, das passt nicht ganz. Und da 13, 14, das sind halt zu Kurven. Da überhaupt 14, 15, diese Schikane ist überhaupt hardcore. Links auch echt Track-Limits, ganz, ganz haarig. Und Kurve Nummer 16 lässt einfach perfekt zu, dass man rausfahren kann. Wie soll ich sagen? Rennen läuft gerade, schaut gern vorbei, hier dann DS. Gestriges Qualifying ziemlich gut, wie gesagt, Hamilton Pole mit 36.000, 100. Pole. Dahinter Verstappen nicht überraschend, hier haben wir nochmal die 100. Verstappen nicht überraschend auf 2, ich meine, ich hätte den echt die Pole sogar geklappt, aber da haben so wenig gefehlt, kann man nicht anders sagen, das war echt haarscharf. Und ja, Bottas auf 3, mega gut, aber aktuell sieht es ja
wieder so aus, als ob die Top 3 das Ganze machen, obwohl der Start ein bisschen turbulent war und auch alles dahinter. Die McLaren auch mega stark gehabt, Ricciardo, der fährt da vorne mit, Alonso leider ein bisschen abgeschlagen, auch Ocon wirklich mega durchgereicht worden beim Start, Gasly gleich mit einer Strafe und so weiter. Aber für eine ausführliche Race Review guckt gerne morgen so 14 Uhr oder so vorbei, da kommt auf jeden Fall auch in meinem Hotlap Rennen ein mega Recap zum gestrigen, also zum heutigen Rennen, kommt dann morgen, also guckt gerne vorbei. Wie gesagt, auch wenn ich hier so den Namen durchgucke, Perez ein bisschen schwach unterwegs. Strawleaf Boy ist wieder mega, der roastet wieder Vettel extrem. Und auch Russell, der hatte da schon seinen ein oder anderen Moment, Yuki Tsunoda schon ausgeschieden. Das ist leider heute alles ein bisschen, es geht turbulent durcheinander. Also vielen Dank fürs Zugucken, kommt gerne morgen vorbei, abonniert den Channel gerne, lasst gerne ein Däumchen rum da. Und schaut auch unbedingt gerne auf unseren Social Media Channels vorbei, Insta, TikTok, alles was geht. Links sind wir mal alle unten in der Bio und oben rechts verlinkt. Ja, und bis morgen dann und... Ja, genau, hier haben wir noch TikTok, also schaut unbedingt gerne vorbei, da könnt ihr auch unbedingt heute noch vorbeischauen, also da kommt auch noch eine ausführliche Recap. Bis zum nächsten Mal, danke fürs Zuschauen, ciao.